Auf der U3-Baustelle ist nie Stillstand. Der nächste Schritt im Bauprozess, die Arbeiter montieren Unterschottermatten im Tunnel. Einer von zahlreichen ineinander verzahnten Arbeitsschritten. Jede Aufgabe in diesem großen Projekt ist akribisch geplant. Das SWM-Projektteam bespricht mit den beauftragten Spezialfirmen regelmäßig die technischen und zeitlichen Herausforderungen. Im leergeräumten Tunnel wird jetzt Dämmmaterial verlegt. Und davon profitieren die Anwohner. Denn die Unterschottermatten sind eine Schutzmaßnahme gegen Erschütterungen. Die Bauarbeiter kleiden den Betonboden mit Kautschukmatten aus. Insgesamt 6000 Quadratmeter. Da wird zugeschnitten, festgeklopft und schließlich fixiert. Dazu verwenden die Bauarbeiter ein spezielles Klebergemisch und verschrauben Metallleisten. Wie die Tunneldämmung funktioniert, erklärt Susanne Wunderlich. Das ist eine Matte, die ist ungefähr 2 cm dick, mit einer Wabenstruktur, die kann man zusammendrücken. Und zusammen mit dem Schotter reduziert sie die Lärmemissionen aus dem U-Bahn Betrieb, sodass die darüber liegenden Stadtviertel einfach weniger von der U-Bahn mitbekommen. Viel Matte, weniger Lärm. Wenn bald statt Hubwägen wieder U-Bahnen zwischen Scheidplatz und Münchner Freiheit durch den Tunnel rauschen.